Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der CeBIT 2010 in Hannover. Ja, wir haben jetzt immer noch den letzten Tag der CeBIT, sprich, das ist der Samstag. Der Samstag ist immer der Tag, wo die Taschen alle voll sind mit Kugelschreibern. Es sind auch jede Menge Kugelschreiber heute schon angeliefert worden. Ich habe keinen Kugelschreiber. Und wir sind aber weiter auf der Suche. Wir sind auf der Suche nach Projekten, nach Produkten, die digitale Medien in den Bildungs- und Wissensprozess einbeziehen helfen. Das heißt, Wissen aneignen, lernen ist natürlich kein technischer Prozess, soll es auch nie werden. Es bleibt ein sozialer Prozess, aber es gibt eine ganze Menge Tools, Methoden und Möglichkeiten, den Bildungsprozess und den Wissensprozess effektiver zu machen. Wir haben hier bei der Firma See It Now, haben wir ein Produkt gefunden, was ich Ihnen unbedingt gerne vorstellen möchte. Und dazu habe ich meinen Gesprächspartner, Herrn Brinkmann. Schönen guten Tag, Herr Brinkmann. Hallo, guten Tag. Herr Brinkmann, wir haben hier einen Hauch einer Kamera gesehen und das hat uns dann gleich interessiert. Da muss ja natürlich etwas anderes da stecken, als außer hinter den tollen kleinen Kompaktkameras, mit denen man alles kann. Richtig. Worum handelt es sich hier bei diesem Konzept? Hier bei diesem Konzept handelt es sich darum, dass wir ein Tool haben, ein Device haben, mit dem wir mobile Kommunikation machen können. Das heißt, wir können... Aber doch nicht telefonieren. Wir können auch telefonieren. Okay, das müssen Sie mir jetzt genauer erklären. Das heißt, wir haben hier ein Mikrofon, Lautsprecher, wir haben auch die Möglichkeit, ein Headset anzuschließen und wir können dann über TCP-IP-Netze, Voice-over-IP-Gespräche führen. Das heißt, wir können irgendwo auf der Welt im Internet jemanden anrufen und um seine Meinung fragen. Bei diesem Gespräch hat man natürlich oft das Problem, dass man Videos sehen möchte oder einfach mal sehen möchte, was ist denn das Problem. Und dann haben wir gleichzeitig die Möglichkeit, Videos von der Kamera auch dorthin zu übertragen. Das heißt, er hört und sieht, was unser Problem ist. Machen wir es mal ganz praktisch. Ja. Ich bin jetzt ein Mechatroniker. Ja. Ich stehe jetzt auf einem Windrad im Emsland. Ja. Und sehe ein Problem, was ich nicht lösen kann. Genau. Dann kann ich mit dieser Kamera kann ich ein Video laufen lassen und kann meinen Kollegen, der vielleicht in München sitzt, kann ich dann halt sagen, guck dir das mal an, was sagst du dazu, während ich ihn dazu anrufe. Ganz genau, das kann er tun, er kann dieses Video ihm zeigen, er hat die Möglichkeit, das alles zu tun, du hast aufgelegt, um dann halt dieses Gespräch zu führen, um dann halt auch dem Kollegen in München zu zeigen, hier siehst du mein Problem. Also zum Beispiel ein Mechatroniker hat eine Kamera, hat hier eine elektronische Platine und die elektronische Platine sieht er dann halt, hier ist ein Problem und auf der anderen Seite hat er auch die Möglichkeit, das einzustellen. Ja. Ich folge ihm mal. So oder gerne. Jetzt rufen wir den Kollegen an. Genau, jetzt rufen wir den Kollegen an. Wir starten das Video und zeigen dem Kollegen jetzt unsere Platine. Das heißt, wir haben jetzt diese Platine und auf der Platine können wir ihm zeigen, hier ist der Kondensator falsch oder was auch immer. Und der Kollege kann uns dann von der anderen Seite auch zeigen, hier auf dem Display, nein, das ist das Problem. Aha, das heißt, es ist wirklich interaktiv. Ich kann, während ich das Problem lösen muss, kann ich halt letztendlich die Hilfe des Telefonjokers praktisch wählen über dieses Gerät. Richtig, ganz genau. Das kann ich tun. Mhm. An der Stelle rufe ich den an und frage ihn tatsächlich um die Hilfe. Und er kann mir tatsächlich auch dann, er kann das sehen, was mein Problem ist. Mhm. Ich würde mich gerne nochmal mit Ihnen umstellen, Herr Brinkmann, dass die Kamera uns besser sehen kann. Ja. Sonst kann ich nur berichten, wie nett unser Gespräch ausgesehen hat. Sie haben also hier einen Stift, mit dem Sie editieren können. Ja. Und Sie können halt international oder national jeden Anruf damit durchführen. Richtig, ganz genau. An jeder Stelle, wo das Internet zur Verfügung steht, kann ich halt jemanden anrufen. Ich bin sicher, jetzt sind schon die ersten Zuschauer, die sich sagen, Mensch, da hätte ich da mal in meinem Betrieb auch einen Bedarf dafür. Was muss man anlegen für eine solche Technik? Dieses Gerät, welches man auch öfter mal fallen lassen kann, was auch wassergeschützt ist, kostet etwa 7.000 Euro. Moment, das glaube ich nicht. Können wir es mal fallen lassen? Das war ein Scherz! Okay, ich bin jetzt vorsichtig mit meinen Fragen. Funktioniert es jetzt immer noch? Ja, es funktioniert immer noch. Ich muss jetzt nur mal den Zoom rausnehmen und dann kann man es sehen. Also die Möglichkeit besteht des Fallenslassens. Ich kann das Gerät auch mit Wasser begießen, auch das geht.
Okay, die Badewanne bitte. Nein, war ein Scherz. Also 7.000 Euro genau. Kostete diese Technik. Das Richtig. Ist ja überschaubar, wenn man sieht, was das halt liefert. Wie sieht es mit dem Support aus? Wenn ich jetzt nicht zufälligerweise hier bei der CeBIT euren Stand gesehen hätte, beziehungsweise unsere Produktionsleitung, dann wäre ich ja gar nicht drauf gekommen unbedingt. Das muss ich ja erst noch sehr viel rumsprechen. Wie kriegt ihr die PS auf die Straße? Ist sowas wie CeBIT für euch eins der wichtigen Events, wo man Nachfrager erreichen kann? Auf definitiv. Also wir haben sicherlich das Problem, dass dieses Produkt ja in Deutschland und Europa ganz neu ist. Es ist nicht bekannt, es wird in Nordamerika schon seit 3 Jahren eingesetzt. Und wir müssen halt dem Markt jetzt zeigen, dieses Produkt gibt es für euch und es kann euch tatsächlich helfen, eure Maschinenbauprobleme oder Serviceprobleme zu lösen. Mhm. Oder auch den Ärzten eure Hautkrankheiten zu erkennen. Also ich denke, das ist ja auch schon sehr nett von der Messe AG, dass sie euch sozusagen Messeschnellweg hier aufgestellt hat. Das ist ja von der Halle 9 zur Halle 8 bis Halle 1, muss man hier eigentlich dran vorbeikommen. Habt ihr schon Lieferschwierigkeiten zum Nachliefern? Das jetzt nicht unbedingt, aber wir hatten schon sehr, sehr gut zu tun. Das heißt, wir sind noch nicht mal hier auf der Messe wirklich rumgekommen. Wir haben noch nicht mal andere Stände besuchen können. Gut, da kann ich Sie trösten, das können Sie bald. Bald ist wieder die Uhrzeit gekommen, wo der große LKW-Konvoi durch Hannover geführt wird, in die Messe rein, zum Abbauen. Ja, und dann haben Sie vielleicht dann auch Gelegenheit, noch einmal mit Spannung zu erleben, wie so ein Messeabbau dann funktioniert. Scherz beiseite, wofür steht See It Now GmbH? Was steckt dahinter? Also See It Now soll wirklich das demonstrieren, was wir hier tun. Sehe es jetzt, sehe es zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst. Wir wollen, dass die mobilen Arbeiter auch dann die Informationen bekommen, wenn sie sie brauchen. Und nicht per E-Mail als Foto verschickt, Minuten, Stunden später eine Antwort zu bekommen. Also die Badewanne scheint nicht mehr rechtzeitig zu kommen jetzt für unser Interview. Aber ich hätte da noch eine andere Möglichkeit, Ihre Leistungsfähigkeit zu testen. Hier haben wir so einen Teppichboden. Kann man so einen Teppichboden zum Beispiel auch feststellen, ob da schon sich vielleicht irgendwelche Tierstämme da angesiedelt haben? Definitiv, das können wir tun. Wir können auch so. Hier haben Sie ja doch so eine Kamera, geht das mit der auch? Das wollen wir doch jetzt noch wissen. Da wird auch die Messe AG sich sehr freuen über einen Arbeitsnachweis, dass hier im Haus man genau sehen kann, ob etwas sich hier angesiedelt hat oder welcher Reinigkeitsstand am letzten Messetag noch verfügbar ist. Den Moment wollen wir uns noch gerne. Frage an die Regie, haben wir noch so viel Zeit? Aha, wir können noch einen Augenblick draufbleiben. Also der Versuch, der jetzt unternommen wird von Herrn Brinkmann, ist mit einem Extrem-Zoom mit seinem Gerät uns einen Einblick auf den Display zu geben, wie das Innenleben dieses Teppichs aussieht. Das wollen wir noch abwarten. Allerdings, Sie wissen, wir können über alles sprechen, aber nicht über 10 Minuten. Das ist das YouTube-Format. Also insofern bleiben wir noch dran, um diese Chance zu nutzen. Vielleicht kommt die Badewanne noch in der Zwischenzeit, dann könnten wir doch noch den Wassertest durchführen. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass nächstes Jahr man hier noch einige Apparaturen auffahren kann für Praxistests, weil diese Kamera ist ja nicht nur außergewöhnlich, sondern auch offensichtlich sehr robust. Hat jetzt leider nicht funktioniert. Irgendwie komme ich nicht ins Netzwerk. Die WLAN-Infrastruktur hat Probleme zurzeit, weil einfach hier zu viel WLAN ist. Hier hat jeder Standplatz sein WLAN und deswegen haben wir Probleme zurzeit. Ja. Das tut mir jetzt leid. Ja. Nein, das macht gar nichts. Das zeigt ja, dass Sie dazu bereit waren, dass Sie auch daran glauben. Ich gebe es an der Stelle jetzt auch noch einmal zu. Wir haben das gestern gesehen, das hat uns sehr beeindruckt. Und wir wollten natürlich diesen Effekt jetzt gerne auch nochmal im bewegten Bild haben. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der CeBIT 2010 in Hannover.